Lucha ist ein Spezialist in Sachen Ernte von Kräutern. Hier sehen wir ihn in der Petersilie. Er kann aber auch für zum Beispiel Spinat, Basilikum und weiteres eingesetzt werden. Maßgebend für eine über das ganze Jahr gleichmäßige Ernte ist ein gleichmäßiges Wachstum der Petersilie. Hierfür hat der niederländische Hersteller ein Mähwerk konzipiert, welches mit Krautschlägeln ausgestattet ist. Die Maschine ist im Transport 3,50 Meter breit, 4 Meter hoch und wenn das Mähwerk hinten angehängt ist, rund 20 Meter lang. Das Mähwerk hat eine Breite von 6,50 Meter und das Gesamtgewicht der Maschine beträgt 28,5 Tonnen. Angetrieben wird der Vollernter von einem 5-Zylinder Scania DC09 Motor mit 294 kW, also knapp 400 PS. Flucher hat eine neue Glaskabine verbaut und lässt den Vollernter vorne und hinten auf 635 mm Glasraupenlaufwerken fahren. Die Maschine ist mit GPS und Gewichtsmessung ausgestattet. Das Erntegut kann von der Kabine aus noch mittels einer Metallplatte, die sich über dem Container befindet, zusammengepresst werden und so können mehr Kräuter im Laderaum geladen werden. Ein Mitarbeiter kann auf diese Weise ca. 1,3 Hektar Petersilie in der Stunde ernten.